Name your game. Dir klopft's auch? So sieht man sich wieder. Ja, hi. Du bist tatsächlich hier, ne? Du bist tatsächlich hier. Tja, du klangst wie ein verirrtes Reh. Kann ich reinkommen? Auf jeden Fall. Wolltest du nicht schlafen? Ich wollte nicht, dass sie das Bett machen müssen. Ich habe $200 von der Blutdrosche abgezweigt und dir Wechselkleidung mitgebracht. Dankeschön. Und dann sind wir quitt, okay? Quitt? Für was denn? Du schuldest mir nichts. Oh, habe ich dir das gar nicht erzählt? Ich habe in Geschichte ziemlich sicher bestanden. Du bist der netteste Mensch, den ich kenne. Pass auf, so nett bin ich auch wieder nicht. Warum hilfst du mir dann? Hör zu, wenn jemand mich zu Unrecht beschuldigen würde, wäre mein Bruder mir sofort zur Seite gesprungen. Aber als ihm was passiert ist, konnte ich nichts tun. Also, wenn ich dir helfen kann. Was ist los? Naja, wärst du nicht gekommen, hätte ich niemanden. Kannst du nicht zu deiner Familie? Zu deiner Mom? Sie ist nicht meine Mom. Und meine Brüder sind nicht meine Brüder. Hab's am Tag unseres Treffens erfahren. Ich fragte nicht nach meinen echten Eltern. Ach, Dean, das muss schrecklich sein. Ich fühle mich verloren. Ich weiß nicht mehr, wer ich bin. Hätten sie es mir nur nicht gesagt. Aber dann lebst du eine Lüge. Von jetzt an bedeutet Familie nicht die Leute, bei denen man geboren wurde, sondern die, die man sich aussucht. Das stand auf einem T-Shirt. Ein gutes T-Shirt. Entschuldigen Sie, das ist nicht Ihr Zimmer! Und wie es das ist? Meine Tochter ist hier. Oh nein! Oh mein Gott, wie hat er mich gefunden? Sehen Sie das? Das ist meine Kreditkarte, mit der dieses Zimmer gebucht wurde. Öffnen Sie die Tür oder ich rufe die Polizei! Dad? Was machst du hier? Oh, shit. Bist du mir etwa gefolgt? Wie hast du mich... Denkst du, ich krieg keine Nachricht, wenn meine Karte außerhalb des Staates benutzt wird? Antworte! Was machst du in einem Hotel in Salt Lake City? Das geht dich gar nichts an. Dad, nein! Pass auf. Vanessa, willst du etwa enden wie dein Bruder? Ein geheimes Leben voller Lügen, bis man dich eines kalten Morgens in die Leichenhalle rollt? Na klar, gib ruhig ihm die Schuld an seinem Tod. Er wurde überfahren. Um 4 Uhr morgens. Mit genug Mist im Blut, um einen... Weißt du was? Nein, ich mach das nicht mit. Du kommst mit nach Hause und damit basta. Kann ich wenigstens vorher pinkeln? Ah, du, was du tun musst. Der Alte checkt den Trick nicht, ne? Oh. Was tust du da? Wir gehen. Vanessa! Was geht da drin vor? Schnell! Du! Nö. Hat er mich erkannt? Wegrennen, wegrennen. Gewaltiger Fehler!
ist es nicht. Wir müssen von hier verschwinden. Du meinst zusammen? Ich werde dich jetzt nicht im Stich lassen. Wie startet man ein Auto ohne Schlüssel? Einfach kurz schließen. Dale hat's mir mal gezeigt. Dann mach doch mal. Das hier ist anders. Aber ich glaube, es sind die hier. Gut. Scheiße. Okay. Nochmal, komm. Es hat funktioniert. Unmöglich. Polizei, wie lautet der Notfall? Das klingt verrückt, aber meine Tochter ist wohl mit einem flüchtigen Verbrecher abgehauen. Kranke Geschichte, ey. Wir müssen aufpassen. Wir sollten die Augen offen halten. Dein Dad wird nach dir suchen. Er hat das Auto nicht gesehen. Wird dauern, bis man es als gestohlen hält. Wer weiß denn das? Also, du willst echt nach Kanada? Die haben da mehr Naturschutzgebiete als in allen 50 Bundesstaaten zusammen. Ich kann angeln, wandern, im Wald leben. Nur, wie kommen wir rein? Ein Freund meines Bruders zog nach Idaho Falls. Er hilft uns sicher mit Benzingeld. Und er kennt sich mit falschen Ausweisen aus. Idaho? Ein weiter Weg für dich. Hab das ganze Wochenende Zeit. Wir können in der Stadt Klamotten kaufen und Todd von der Telefonzelle anrufen. Gibst du mir meine Zigaretten? Ist er auch noch. Du sollst doch nicht rauchen, Kleine. Mom hätte es getan. Die Flügel ausgebreitet, bevor es zu spät war. Was ist mit ihr? Offiziell? Krebs, Bauchspeicheldrüse. Die Ärzte meinten, es sei einfach Pech gewesen. Ich denke, das passiert, wenn man sein Leben lang nur tut, was jemand anderes sagt, statt sich selbst treu zu sein. Meinst du, dein Dad war ja streng zu ihr? Zu uns allen. Unfassbar, dass er mir nach Utah gefolgt ist. Er kennt dich nicht. Er versteht dich nicht. Nicht wirklich. Nicht, was dich ausmacht. Nein, das tut er wirklich nicht. Und du auch nicht, weißt du? Aber das kommt noch. Serienmörderin sein. Ich lasse es darauf ankommen. Eins sage ich dir. Er flippt bestimmt gerade so richtig aus. Sein kleines Mädchen hat ein Auto geklaut. Was ist das Schlimmste, was du je getan hast? Der Einbruch. Wohl der Einbruch, von dem ich dir erzählt habe. Ah, ja. Ein großes Verbrechen. Das
wollten deine Freunde denn stehlen? Geld. Das ist alles? Nicht sowas wie ein Picasso oder ein Fernseher? Sie brauchten kein Fernseher. Nur Geld. Der Freund deines Bruders. Hä? Würde er mir wirklich helfen? Ich weiß nicht, ob er dir hilft. Aber mir schon. Ja, das klingt doch schon mal gar nicht so schlecht. Was ist das für eine Brille, ey? Mach die weg. Jetzt mach schon auf! Verschwinde! Sag ihm, er soll abhauen. Halt ihn auf! Irgendwas! Komm später wieder. Vielleicht hilft das. Ich hab zu tun. Lass dir Zeit. Ich warte. Was machen wir denn jetzt? Das mal weg. Komm schon, reiß dich zusammen. Ich komm rein. Sorry. Hi. Warum steht da ein Kinderfahrrad? Ach, das. Ich repariere es nur für Joyce' Sohn. Sehr gut. Nach allem, was er durchgemacht hat. Klar. Du wirkst irgendwie aufgeregt. Hab dein Zeug, das aus dem Feuer gerettet wurde. Dankeschön. So. Ich dachte, du könntest es brauchen. Danke. Herrgott, hier ist es dunkler als in einem Kerker. Ich habe ja auch was zu verbergen. Ich wollte nicht, dass das so chaotisch endet, übrigens. Die Holes haben mit ihrem Raub ein großes Fass aufgemacht. Wenn ich nicht alles zurückkriege, dann bin ich genauso am Arsch wie sie. Okay, hast du irgendwelche Pläne, jetzt da das Motel weg ist? Oder sperrst du dich weg, wie Grandma? Urlaub machen? Vielleicht, runterzukommen? Mache ich eine Reise, um die Welt zu sehen, was zu erleben. Was erleben, hä? Ja. Tja, würde ich nicht mittendrin in dieser Scheiße stecken. Säße ich im nächsten Greyhound hinter dir. Oh, schau dir dieses kleine Monster an. Wenn mein Klitus dich erschnüffelt, Junge, da kriege ich sicher ganz schön Ärger mit ihm. Zur Hölle. Du siehst so beschissen aus, wie ich mich fühle. Wie wäre es mit einem Kaffee für uns beide? Warte, ich mach das. Als ich ins Department kam, war ich Sheriff Wilsons Kaffeeholer. Musste jeden Morgen eine Kanne kochen. Der Typ war echt pingelig. Damals dachte ich noch, ich würde was verändern. Aber es ist nicht immer so leicht, der Gute zu sein. Du bist doch nicht der Gute. Wenn du an irgendeinen Irren gerätst und nicht weißt, ob er eine Bibel oder eine Knarre hält, was machst du dann? Erstmal das hier weg. Ich rede mit dir. Du, gib ihm eine Antwort. Du wusstest, dass ich im Motel war. Hast du mal dran gedacht, nach mir zu fragen? Wenn du wissen willst, ob ich's für eine gute Idee hielt, drei blutrünstige Wichser daran zu erinnern, dass sie den Cousin des Sheriffs haben, dann lautet die Antwort... Nein.
Ist da alles okay mit dir? Du wirkst so nervös. Sorry, hab keinen Besuch erwartet. Ah, verstehe. Also, ich hab gehört, dass du vorhin auf der Wache warst. Hast du mit der Staatsanwaltschaft geredet? Nee. Also ich weiß von gar nichts. Die, wollten wissen, woran ich mich erinnere. Wegen dem Hotel und all dem Zeug mit... Er hat's doch gemacht. Sie wollten deine Meinung, ob ich verrückt geworden bin, oder? Es waren eine Menge Fragen. Und was war deine qualifizierte Meinung? Du hast die Sache beendet. Ich sagte, du hast getan, was nötig war. Jeder Cop würde das tun. Ich habe taktisch entschieden. Diese Schweine wollten mit einem Bus voller Geiseln nach Mexiko fahren. Also habe ich gehandelt, verdammt. Und was kriege ich dafür? Elektroschocks auf dem Klo. So sieht's aus. Jetzt gibt es ein großes Hin und Her über die Zuständigkeit. Das FBI ist dran. Selbst Becky hasst mich. Sie gab den Holt-Jungs ihren Segen, als sie bei mir einbrachen. Wusstest du das? Oh. Ich tue mein Bestes für sie, aber das reicht wohl nicht. Ich wusste nicht, dass du Menthol rauchst. Oh, ich will aufhören, aber es klappt einfach nicht. So ist es. Tja, den Schnaps hat er auch gesehen. Wenn dich sowas erstmal im Griff hat, lässt es dich nicht mehr los. Nein, Kitty. Mensch, ich habe mich nie für den Rabatt auf den Bürosafe bedankt. Ist dasselbe Modell wie in den Motelzimmern, oder? Ja. Ja, genau. Ja, ist ja witzig. Nach dem Einbruch der Holt-Jungs fand ich einen Zettel mit Zahlen. Woher wussten die wohl, wie man den Safe wieder auf den Werkscode zurücksetzt? Das weiß ich doch nicht. Hast ihn vielleicht aufgeschrieben und jemand bekam ihn in die Finger? Jemand hat ihn durchaus aufgeschrieben. Und ich weiß wohl auch wer. Wer denn? Ah, aber eins ist sicher. Wo auch immer Sharon Holt ist, sie liegt garantiert nicht mit Margaritas in einem tropischen Strand. Nein, ich glaube sogar, sie ist überhaupt nicht weit gekommen. Och, ich hatte vergessen, wie nahe ihr euch standet. Und da wir ja eine Familie sind, mache ich es dir ganz leicht. Wo ist sie? Keine Ahnung. Schon weg. Ich meine, sie war hier, aber sie... Gut. Sie wollte Geld. Hab mich geweigert. Hätt's dir sagen sollen, aber sie meinte... Sie würde es mir anhängen, falls man sie erwischt. Dass ich ihr geholfen hätte. Oh, Scheißkerl. Du warst es. Du hast ihr den Code gegeben. Nein, hör zu, Dante. Ich kann...